Wir möchten Ihnen in diesem kurzen Video eine Einführung geben, wenn Sie vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Umgang mit Leitlinien. Es geht hier insbesondere darum, Ihnen die Darstellung der Empfehlungen und Statements zu erläutern, die in allen onkologischen S3-Leitlinien einheitlich sind. Somit können Sie die komplexe Darstellung besser verstehen und sich ganz auf die Inhalte der Präsentation konzentrieren. Die im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie erstellten Empfehlungen sind gegliedert in Empfehlungsnummer, Art der Empfehlung, Empfehlungstext, Empfehlungsgrad, Grad der Evidenz, Literaturangaben, Ausmaß der Zustimmung beim Abstimmungsverfahren und Aktualisierungsstatus. Was die Empfehlungsart angeht, unterscheidet man hier zwischen evidenzbasierten und konsensbasierten Empfehlungen. Evidenzbasierte Empfehlungen basieren auf einer systematischen Recherche nach Literatur zu einer definierten klinischen Fragestellung. Die so identifizierten Publikationen werden nach einem a priori definierten Gradierungssystem strukturiert und bezüglich ihrer Qualität bewertet. Diese Qualität wird in der Spalte Level of Evidence dokumentiert und richtet sich nach einem zuvor festgelegten Gradierungssystem, zum Beispiel nach Grade oder nach Oxford. Die mit den Publikationen assoziierten Literaturreferenzen sind in der benachbarten Spalte aufgeführt. Anhand dieser Publikationen formuliert die Leitliniengruppe eine Empfehlung mit den Empfehlungsgraden A, B oder 0. Ein Empfehlungsgrad A bezeichnet dabei eine starke Empfehlung, die sprachlich mit soll ausgedrückt wird. Ein Empfehlungsgrad B wird als schwache Empfehlung verstanden und mit sollte umschrieben. Ein Empfehlungsgrad 0 wird für eine offene Empfehlung verwendet, die mit kann umschrieben wird. Eine starke Empfehlung sagt Ihnen, dass die Leitliniengruppe die Nutzen-Schadensbilanz der empfohlenen Maßnahme eindeutig positiv einschätzt. Entsprechend sollte nur in wenigen gut begründeten Fällen von diesem Vorgehen abgewichen werden. Bei schwachen Empfehlungen, Empfehlungsgrad B, ist dagegen die Nutzen-Schadensbilanz nicht so eindeutig positiv. Zum Beispiel könnte es noch Unsicherheiten bezüglich der Effekte geben oder aber den positiven Effekten stehen relevante negative Effekte gegenüber. Entsprechend wird bei schwachen Empfehlungen davon ausgegangen, dass sich zwar der überwiegende Teil der Patienten für das empfohlene Vorgehen entscheiden würde, es aber auch einen substanziellen Anteil von Fällen gibt, in denen von der Empfehlung abgewichen wird. Bei offenen Empfehlungen, Empfehlungsgrad 0, ist die Datenlage bezüglich der Nutzen-Schadensbilanz noch unklarer, sodass in der konkreten Entscheidungssituation sowohl das empfohlene Vorgehen, aber auch ein Verzicht darauf erfolgen können. In die Entscheidung über den Empfehlungsgrad können folgende Faktoren eingehen: Konsistenz der Studienergebnisse, klinische Relevanz der Effekte, Nutzen-Risiko-Verhältnis, ethische, rechtliche und ökonomische Erwägungen, Patientenpräferenzen sowie Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit der Empfehlung. In der letzten Zeile wird der Anteil an Zustimmung innerhalb der Leitliniengruppe beim Abstimmungsprozess über die Empfehlung notiert. Ein starker Konsens bedeutet eine Zustimmung von mehr als 95% der Mandatsträger und für einen einfachen Konsens ist eine Zustimmung von mehr als 75% der Mandatsträger notwendig. Empfehlungen, die weniger als 75% Zustimmung erzielen, sind nicht konsensfähig. Gegebenenfalls werden dann zwei unterschiedliche Empfehlungen formuliert. Bei bereits bestehenden Leitlinien, die aktualisiert wurden, wird jede Empfehlung zudem mit ihrem Aktualisierungsstatus gekennzeichnet. Geprüft bedeutet dabei, dass der Empfehlungstext auch im Zuge eines Updates unverändert übernommen wird. Modifiziert kennzeichnet eine aufgrund neuer Erkenntnisse veränderte Empfehlung. Darüber hinaus werden auch neu aufgenommene Empfehlungen als solche markiert.
Bei konsensbasierten Empfehlungen ist keine systematische Literaturrecherche erfolgt. Ein Grund dafür ist in erster Linie, dass aufgrund begrenzter Ressourcen nicht alle Fragestellungen so aufwendig bearbeitet werden können. Es kann jedoch sein, dass auch konsensbasierte Empfehlungen auf der Grundlage von Studien formuliert wurden. Diese wurden jedoch nicht systematisch gesucht, sondern von den beteiligten Fachexperten identifiziert und nicht formal bewertet. Diese Studien werden dann ausschließlich im Hintergrundtext aufgeführt, aber nicht in den Empfehlungen angegeben. Auch konsensbasierte Empfehlungen haben einen impliziten Empfehlungsgrad durch den Gebrauch von soll, sollte oder kann. Dieser wird jedoch nicht im Empfehlungskasten genannt. Dies verdeutlicht, dass in Abgrenzung zu den evidenzbasierten Empfehlungen keine systematische Aufarbeitung erfolgte. An die Empfehlungskästen schließen sich Hintergrundtexte, welche die Rationale für die formulierten Empfehlungen erläutern. Dabei werden auch klinische Studiendaten aufgeführt, soweit vorhanden. Zusätzlich können hier Informationen zu folgenden Aspekten genannt werden: Konsistenz der Studienergebnisse, klinische Relevanz der Endpunkte und Effektstärken, Nutzen-Risikoverhältnisse, ethische, rechtliche, ökonomische Erwägungen, Patientenpräferenzen, Anwendbarkeit auf die Patientenzielgruppe und das deutsche Gesundheitssystem und Umsetzbarkeit im Alltag bzw. in verschiedenen Versorgungsbereichen.